Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause von meinem nicht ganz so erfolgreichen Wüstenausflug, um nach einem Beaker zu suchen. Und weil das nicht geklappt hat, habe ich mich jetzt ja entschieden dazu, doch die Level 3 Quest, die Tier 3 Quest anzunehmen. Ja, kann ich auch erstmal offen lassen. Und pack so lange erstmal alles aus. Ich habe eben noch ein paar Aloe Veras gefarmt und ein bisschen Sand geschaufelt. Aber nicht viel. Und sortiere das jetzt erstmal hier alles soweit ein. Und werde mich auf jeden Fall auch mal hier nochmal voll essen und voll trinken. Bevor ich mich auf den Weg mache. Packen wir mal noch ein paar Bacon und Eggs ein. Sonst ist hier weiter nichts. Hieraus kann ich mir mal Aloe Vera Creme machen. Aloe Creme. Und ein paar neue Verbänder. Öl kommt hier rein. Clay auch erstmal. Ah, nee. Die behalte ich mal. Damit ich mir davon dann gleich die Verbände machen kann. Und Gas auch zum Auftanken. Hier kommt das rein, das. Die Federn, Pfeile habe ich voll. Papier. Iron kommt hier rein. Ja, da muss ich mal hier ein bisschen mehr anfeuern. Und lass es hier einfach erstmal weiter einschmelzen. Na. Hier war ja soweit alles weg. Den Car Radiator kann ich mal noch mit einschmelzen. Recipes First Aid. 8 Stück. Kann der Stoff auch wieder weg. Pinsel brauche ich jetzt nicht. Das kann auch mal wieder befeuert werden. Ja, man muss sich halt echt drum kümmern. Und selbst dann dauert es doch schon noch eine ganz schöne Weile insgesamt. Den ziehe ich mir mal wieder an. Dafür bleibt der Cowboy-Hut hier. Also man hat auf jeden Fall gesehen, der nützt was. Oh, Aloe Vera habe ich jetzt hier nochmal 4. Die lasse ich erstmal. Das leere Glas kommt noch weg und das tanke ich mal auf. Okay, fast komplett alle. So, und dann sind es jetzt 3 Kilometer. Ah ne, halt. Ich wollte noch die First Aid Kits mitnehmen. Nehmen wir hier so ein 5er Stack mit, warum nicht? So, geht's doch schon mal alles ein bisschen geschmeidiger. Und dann ab zur Quest. Wo bin ich da? Und die Quest ist da hinten. Okay, ich fahre einfach komplett straight, so gut wie es geht. Ja, und da nehme ich euch jetzt mal mit. Vielleicht finde ich hier auf dem Weg dahin irgendwie einen Poppin' Pilz. Und versuche mich mal so eben möglich wie es geht an der Straße zu halten. Okay, die führt wieder raus. Dann fahre ich hier doch mal geradeaus.
Und bis wo war ich denn? Okay, hier jetzt nicht viel weiter. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall schon mal ausschalten. Hier so ein kleiner Poppenpilz wie dieser Pass and Gas hier. Das wär's, ja? Mal gucken. Vielleicht hier Docks. Hier, ja. Free Manure, Pass and Gas. Oh, hier war ich ja schon mal. Ach, genau, da drin. Ist hier noch irgendwas in der Kiste? Ich glaube nicht. Nee. Na, hier hatte ich meine Quest, genau. Oh, ein Crack a Book. Auch nicht verkehrt. Und was ist hier? Oh. Noch ein Crack a Book. Den nehme ich doch mal. Den schaue ich mir mal an. Ja, ja. Schön im Regen. Und der Regen ist aber auch schnell wieder vorbei. Na, mein Freund. Der hängt da drin irgendwie fest. Vielleicht der Fahrer gewesen. Oh, und ein Zombie-Footballer. Na los, komm her. Von wo wird denn hier das Licht reflektiert? Ach, mein Motorrad hat Licht an. Hatte ich ja angemacht, aber es scheint gar nicht so wirklich hier aus dem Scheinwerfer. Ey, das Auto wollte ich noch looten. Oh, und das gucke ich mir noch mal an hier. Den Crack-a-Book. Glaube, das ist kein POI, den gab es schon vorher. Das heißt, ich muss hier ganz normal, oder ich werde einfach ganz normal hier einbrechen. So ähnlich wie beim Footballstadion. Oha. Aber das passt. Oh, ein Ferrala. Oh, hat er mich gestunt? Oh, was ist denn da? Explodiert doch das Auto. Hier scheint wieder die Sonne. Und da drüben regnet. Hier fängt es an. Bin quasi hier genau unter einer Regenwolke. An der Kante. Aber bei dem Gebäude stört es mich jetzt auch nicht, dass hier gleich mal mehrere zusammen rauskommen. Habe ich einen besseren Überblick? Kann einfach mal. Ah, da oben sind auf jeden Fall Bücher. Hm, keiner weiter da. Scheint zumindest so. Ah, und ich habe kein Holz mehr. Erstmal, bevor ich da reingehe, wichtigstes, fast wichtigstes Utensil: Holz. Oh, und mal wieder ein Schwein. Das kommt jetzt nicht so davon. Achtung. Kann ja mal vergleichen, wie viel ich hier mit der Machete und mit der Axt im Verhältnis rauskriege.
Also 27 Fleisch mit der Machete. Muss ich mir mal merken. 5 Leder und 5 Animal Fett. So, und jetzt mache ich mir mal ein paar neue Frames. So, und dann laufe ich hier aber erstmal nochmal durch. Hier sind nämlich noch welche. Nicht, dass die mich sonst... Also gut, die hätten mich jetzt nicht direkt überrascht, aber genau. Kommen nämlich doch noch aus allen Türen welche. Mit Lootsack. Da sinkt er zu Boden vor mir. Oh, aber das könnten dann jetzt alle gewesen sein. Hier unten zumindest. Dann fange ich einfach mal... Oh. Oha. Oder auch nicht. Na los. Nehme ich mal die Pistole. Für den Zombie, für den Footballer und für die Feraler. Na, Zielwasser. Dann eben mit dem Knüppel. Oh, jetzt haben wir es aber. In der Vending Machine gibt es ja nur Essen und Trinken. Das brauche ich nicht. Also am ehesten wahrscheinlich im Bad. Aber mal gucken, hier sind auf jeden Fall ein paar Magazine. Master Chief, Ganzlinger, ich sammle die erstmal alle ein. Es klingt so, als würde da oben noch einer laufen. Oh, Burning Shaft Mojimatic, sehr gut. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und die Impact Bracing. Ich glaube, das waren die, dass man noch weniger Schaden beim Springen bekommt. Oder, ich weiß es gerade gar nicht genau. Oder was mit der Geschwindigkeit? Ah, die beiden hier. Der ist leer. Die Kassen wurden schon alle ausgeräumt. Allerhand Magazine hier. Gucken, ob ich die jemals brauchen werde. Also ein, zwei wahrscheinlich wirklich mal irgendwie. Nägel, okay. Aber die meisten eigentlich nicht. So, hier war ich schon dran. Hier war noch ein Bild, aber ich glaube nicht, dass da was dahinter ist. Nee. Okay, dann gucke ich nochmal hoch. Überladen, wie ich bin. Naja gut, das hilft jetzt eh alles nichts. Das kann aber weg. Cornseed nehme ich mal mit. Die kann ich scrappen. Na, es ist immerhin schon mal ein bisschen besser. Oh. Schade, kein Medizinschrank. Da wäre wohl die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Acid. Acid ist immer gut. Und der nächste Dye. Hm.
Jetzt habe ich für alles soweit ein Die, außer für die Echse, aber da wollte ich ja warten, bis ich mir die Steelfire Axe auch machen kann. Die Crossbows kann ich scrappen. Keine Breath-Wasserhähne. Ah, ich schaue erstmal ganz kurz. Hier sind nämlich doch noch welche. Ja, der sah mir aus wie ein Feral, weiß ich aber nicht genau. Ja, das nenne ich mal Stealthy, jeder Schuss ein Treffer. Und Beaker? Oh, ein Sledgehammer. Ja, könnte ich mir eigentlich auch mal überlegen, allgemein einen herzustellen, wenn ich irgendwie auf die Suche nach Saves mich begebe. Die machen ja ordentlich Schaden, da mit dem Ironbreaker drin. Oh, jetzt habe ich hier zumindest einen aufgeweckt. Zwei. Oh, ich glaube, das waren dann aber die letzten beiden. Oder? Nee, da ist noch ein Footballer. Oh, jetzt hänge ich hier. Oh, ja. Platz schaffen und ein Ferala. Okay, jetzt nehme ich mal doch einen Painkiller auch zur Sicherheit. Und den Honig habe ich unten gelassen. Schon wieder ein Lutzak. Das droppt ja auf jeden Fall ordentlich und trinken kann ich sowieso mal was nach dem Painkiller. Oh, jetzt haben wir sie aber. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal hier an. Trigger Group Fall Automatic. Okay, irgendwas für die Waffe. Wahrscheinlich aber ja, Tier 3. Das ist Tier 2. Hatte ich das jetzt mitgenommen? Nee, so. Ja, alles voller Bücher. Ich glaube, hinter den Bildern ist hier nirgendwo was in dem Gebäude. Weil das Haus ja quasi so, wie es ist oder wie es war, schon vorher so existiert hat. Die wurden wahrscheinlich wirklich nur rangepackt an die Seite. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Skullcrusher und Engineering. Tja, ist die Frage, was brauche ich davon? Lucky Looter. Den kann ich einfach mal nutzen direkt. Yes, Science. Würde ich ja gerne alle behalten. Dann die leeren Gläser oder hier den einen Kornseed. Könnte natürlich auch einfach mal die Stahlpfeile laden. Dann habe ich da auch gleich mehr Platz, wenn die weg sind. Okay, kein Platz mehr. Dann bringe ich das mal zum Motorrad. Und gehe da gleich nochmal hoch. Keine Ausdauer. Pack das mal alles erstmal da rein. Den Sledgehammer auch. So, das langt erstmal. Und jetzt gehe ich nochmal hier den Rest holen.
So, hier war ich schon. Ja, hier noch nicht. Ah, ich glaube, das waren jetzt die letzten hier, oder? Ne, hier hinten war das doch. Also ich gucke trotzdem mal hinter, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass da nichts sein wird. Oh, Level Up. Muzzle Brake Schematics Tier 1. Das ist cool. Das ist ein Silencer. Glaube, ich habe den schon mal. Ah ne, ich habe den im Play Together, glaube ich, gefunden. Und hier Spike Knuckles. Das kann man dann, glaube ich, an die Handwaffe, an die Schlagwaffe machen. Ist kein Ersatz, glaube ich, für eine Waffe, also kein Schlagring. So, das haben wir. Ja, dann sind wir durch. Oh, guten Tag, die Herren. Der will nochmal? Oh, doch nicht. Hä? Der sieht gut aus. Ah, scheint hier so eine kleine Wanderhorde gewesen zu sein, wenn hier vier Biker sind. Oder die kommen gerade alle vom Feiern aus Bass Bar. Das kann natürlich auch sein. So, also nehme ich erstmal das, was irgendwie stackt, wieder zurück. Ja, ja. Na los, ihr dürft auch. Ihr dürft auch noch ran. Wenn ich hier mal bitte zuerst darf. Oh, der ist ja mit einem Schlag gestorben. Okay, alles klar. Und für mich geht's dann hier weiter. Vielen Dank. Was ist das denn? Harry's Hurry? Oh, hier ist ein Shamway. Genau sowas suche ich ja als Poppen Pilz. Hier. Wird hier mein Beaker etwa drin sein? Na, das wär's doch. Jetzt hier drin. Werde ich mich erstmal hier wieder hochpushen. Stoff soweit hatte ich ja nicht. Was essen könnte ich mal. Und dann heile ich ja auch gleichzeitig. So, Poppenpilz. Du bist mein. Gucken, ob ich hier durch. Oh, ich kann sogar hier durchschießen. War gar nicht mein Plan. Aber. Oh. Na, hier sind doch Medizinschränke. Und eine Ferale auf jeden Fall da drin. Um die kümmere ich mich doch mal zuallererst mit. Tja, warum die anderen sich da durch die Tür schlagen wollen? Da ist auch keiner. Oh, nicht so laut. Also wenn jetzt da kein Beaker drin ist. Ich kann ja nochmal zur allergrößten Sicherheit. Ach, Lucky Looter habe ich ja schon. Genau, da habe ich ja gerade das gefunden. Das ist doch perfekt.
Und den habe ich noch. 6 Minuten habe ich jetzt, glaube ich. Und eine halbe Stunde geht er. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach, bin ja überwältigt. Ah, einmal Steroide. Ein Bier. Ja, selbst wenn jetzt hier kein Beaker dabei sein sollte, sind hier echt viele gute, wichtige Sachen drin. Ah, da hinten ist noch einer. Und hier auch welche aufgewacht. Ah, Glasscheiben. Na, nicht, dass da ein Schrank ist, wenn ihr was kaputt macht. Aber ich glaube nicht. Ah, hab's ja fast vermutet. Oh, direkter Headshot. Guck ich mal kurz, ob hier draußen... Na, da ist noch der Dicke. Der hat wahrscheinlich gerade das Loch eingeschlagen. Und jetzt sind meine Stahlpfeile auch alle. Kann ich ja mal direkt mal hier einen von den Bandagen nehmen. So, junge Frau. Das war's für Sie. So, hier bitte. Ein Beaker. Immer noch kein Beaker. Aber dafür viel anderes Zeugs. Antibiotics. Boah, jetzt habe ich schon 6 Mal Steroide. Oha. So, jetzt aber hier. Drückt mir die Daumen. Oha, guten Tag. Ja, Ferane dabei, zum Glück nicht, weil ich hatte gerade keine Pfeile drin. Ja, bei denen kann man wenigstens immer schön auf den Kopf zielen. Wenn sie so laufen. Trifft immer den richtigen. Die hätte ich gerne wieder. Das sind meine. So ist im Klo jetzt. Schade. Kann ich wieder die Stahlfeile nehmen? Oh, die hatte ich alle. Ne, den noch nicht. Oh, und dann geht's hier rein. Oh, okay, da ist noch einer. Mehrere.
Aber alles nur normale. Normale Angestellte hier mit Hazmat-Anzug. So, jetzt endlich, bitte, bitte, bitte. Zwei am besten, direkt. Ah, nichts drin. Ah, vielleicht kriege ich ja hier einen raus. Wenn ich die abhaue, mal gucken. Glaub's zwar nicht. Aber probiert habe ich es auch noch nicht. Na, bisher nur Müll. Nee, schade. Aber Level up. Ups, das war die falsche Axt. Na los, das ziehe ich jetzt hier noch durch. Steroide. First Aid, Bloodbag. Ach, verdammt. Ist ein Pfeil von mir. Es soll echt nicht sein. Oh, ich sortiere es gleich nochmal draußen. Das wäre es jetzt gewesen. Tja, dann fahre ich auf jeden Fall gleich erstmal hier weiter Richtung Quest. 2,4 Kilometer. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und davor gucke ich nochmal ganz kurz, was hier weg kann. Die Suppe kann ich mehr essen. Ein Wasser trinken. Das kann weg. Das kann weg. Ja, ein bisschen Animal Fat, nicht so wichtig. 9 Steroide. Stärke plus 3. Tragekapazität plus 50. Also man kriegt dann hier volles Inventar, wenn man mal schon laufen muss. Machen die stärker und erhöhen den, auch den Nahkampfschaden um 50%. Hm, vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich in die Tier 3 Quest gehe. Kann ich mal einen dann auf jeden Fall mitnehmen. 6 First Aid Kits, ein paar Bandagen auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein paar benutzt. Einmal Fort Bites. Increase Fortitude and give 20% Damage Resistance. Könnte man auch mal nehmen für den Kampf. Und Rekog. Range Damage 500%. Und Perception 2. Könnte ich ja mal spaßenshalber ausprobieren. Aber das alles. Oh, das kriege ich dann auf jeden Fall alles gar nicht mit nach Hause. Da muss ich dann auch sortieren. Das alles, liebe Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und hoffentlich finde ich dann da endlich mal meinen Beaker. Macht's gut, bis dahin. Ciao.